Hallöchen zur nächsten Runde F1 Race Stars, hier live wieder mit dabei, voraufgenommen. Gleich direkt zur nächsten Meisterschaft, nämlich ein normales Standardrennen in Europa. Europa 1, so heißt es ganz genau. Und wir fangen jetzt als erstes mit Italien an. Auch wieder mal mit normalen Power-Ups und normalen Schaden. Zwei Runden diesmal aber nur, aber die Folgen werden wahrscheinlich länger. Ich finde dieses Intro immer so geil. Die Musik passt hier so hammer. Ich glaube in fast allen, also überhaupt, die Musik ist so geil in dem Spiel, hey. Und damit geht los. Soweit ich festgestellt habe, hier steht dann dreifach Impulsblase oder sowas. Soweit ich festgestellt habe, hat jedes Team, also in jedem Team sind zwei von den Spielern mit dabei, zwei von den Charakteren, haben die so irgendwie so Spezialfähigkeiten. Aber ich nehme, glaube ich, die ganzen Aufnahmen nur Schuhmacher. Weil ich ihn einfach mag. Boom, und da voll den Schuss in den Rücken rein. Und mit dem, dieses Power-Up, da kann ich hier von allen anderen Leuten die ganzen Power-Ups deaktivieren, Schrägstrich, verhindern. Die werden dann kurzzeitig verhindert. Dann mache ich es nochmal. Da können die dann nie was machen. Das hat man bei mir, glaube ich, in der letzten Aufnahme schon mal kurz gesehen. Ich kann es ja mal nochmal ansprechen. Und den habe ich gerade super überholt. Oh Gott, oh Gott. Boah. Die Dinger fahren da in der Gegend rum immer. Und jetzt schon wieder Platz 1. Aber es hat, wie gesagt, nie was zu bedeuten. Mich kann jeder immer noch einholen. Na, da hat er mich auch eingeholt. Und irgendwen habe ich erwischt, glaube ich. Jesus, boah, die rote Wolle. Zum Glück ist die vorbeigefahren und hat den erwischt. Hahaha, los. Für ein Safety-Carry wieder mal vor uns, wo uns alle ausbremst. Die hinteren können dann einholen und die vorderen sind dann immer am Arsch. Und da schieße ich die Wolle. Oder? Schieße ich sie? Da schieße ich sie. Ja genau. Damit sie ihn erwischt. Boom. Dafür erwischt der andere uns also. Dafür habe ich gleich hier drei Leute auf einmal erwischt. Ach verdammt, ich hätte da ein Ding reinfahren können. Ich bin vorbeigefahren am Boxenstopp. Aber es ist ja nur noch eine Runde und der Motor ist ja nicht ganz beschädigt. Solange der nur so beschädigt ist, kann man immer noch weiterfahren. Ja, komm. Oh. Ich habe gedacht, das erwischt ihn. Dafür erwischt es da ihn. Oder das da. Ach Gott, geh ab. Und dann auch noch mit dem. Ey. Das ist ja eine super Power-Up-Strecke hier. Und jetzt fahre ich aber im Boxenstopp. Obwohl ich Platz 1 bin. Im Boxenstopp reinfahren, wenn man vorne ist, ist eigentlich nie so gut, wenn man dann wieder eingeholt wird. Weil der Boxenstopp halt ein kleiner Umweg ist. Was mache ich eigentlich? Warum schieße ich die rote Wolle, wenn eh von mir keiner ist? Oh, hinter mir war gerade eine, aber die hat irgendjemand anderen erwischt oder so. Aber da kommt die zweite. Scheiße, da kommt sie. Oh, wie knapp. Hast du gesehen? Ich habe noch die Balloons noch mit rausgehaut. Das geht. Wenn man kurz bevor die rote kommt, noch irgendwas hinten rauswirft, dann wird es abgeblockt. Das verwende ich später sehr gern. Alter, wie knapp. Das hat ihn ja fast erwischt, hey. So knapp an seinem Gesicht. Aber der wird nicht vorne bleiben. Wenn ich nicht so einen Scheiß-Tank fahren würde. Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, solange man im Boxenstopp ist, kann einem niemanden was erwischen. Also zumindest beim beschädigten Motor im Boxenstopp. Ja, und was habe ich gesagt? Platz 1 macht nichts aus, sagt nichts. Jetzt sind wir schon wieder Fünfter oder so. Vielleicht noch Vierter? Nein? Okay, bleibt beim Fünften. Und damit ist die erste Runde schon wieder vorbei. Mit einem Wissenschaft.
Künstler-Ding, Titel. Gibt man an einem Schluss immer so einen lustigen Titel. Und Wissenschaftler kriege ich sehr selten. Nur wenn ich viele Leute erwisch. Vor allem dann mit solchen Impulsdingen. Naja, wir fahren jetzt die zweite Strecke. Das ist Deutschland, unser wunderschönes, geliebtes Deutschland. Mit der geilsten Musik ever. Und dann geht's gleich los. Er angelt sich seinen Helm. Finde ich richtig geil, dass man da durch Schloss Neuschwanstein fährt. Vor allem, weil ich sie ja persönlich kenne, weil ich ja in der Nähe wohne. Circa 16 Kilometer davon entfernt. So geil. Und jetzt schon wieder Platz 3. Rockgold, zack. Und Platz 3. Wieder mal der. Ein perfekter Schuss in den Rücken. Die waren jetzt nicht so perfekt, aber irgendwen werden sie schon erwischen. Ja, hinter mir hat irgendjemand erwischt gerade. Ja, die hätte ich aber besser schicken können. Hey. Wow. Da hätte mich fast meine eigene Blase erwischt. Jetzt hat irgendjemand hinten wieder erwischt. Oh Gott, Zacke, hätte mich fast erwischt. Schauen, ob ich jetzt jemanden erwische. Ich habe so viele gelben Blasen. Voll viele, hey, übel. Und da fahren wir auf die Autobahn. Der Teil von der Strecke ist übel beschissen, hey. Weil ich so gerne in die Autos reinfahre und dann zerstört halt den Motor. Jawohl, da habe ich gerade einen erwischt. Glaube ich zumindest. Ja, genau, den Bruno Senna. Senna, ich kenne die ganzen Namen von den Leuten leider nicht. Tut mir leid, ich bin nicht so Formel 1 Sport, aber dafür spiele ich hier dieses Spiel. Und da hat auch jemand mit meiner Blase erwischt, glaube ich mal, oder mit irgendeiner Blase. Und Platz 1, aber wie immer, es hat nichts zu bedeuten. Ich bin jetzt schon wieder Platz 2, 3, 2, 3, das war ganz ein Ding. Das gibt's. Das ist genauso wie diese Rakete, wo ich direkt am Anfang hatte, diese grüne. Da gibt es noch ein zweites, das heißt irgendwie Warp oder so. Verdammt, das heißt Warp. Da erwischt es halt einen, sag ich, das erwischt einen? Nein, man wird auch mit nach vorne teleportiert. Das ist voll fies. Da ist man irgendwo auf Platz 12 ganz weit hinten und dann teleportiert man sich vor bis zum ersten Platz. Das ist voll fies. Boah, und der, hey, der hat gerade seinen Impuls übelst geil eingesetzt, hey. Ich wollte ihn mit meinem Impuls abschießen und er hat seinen dann noch verwendet. Geschickt, geschickt. Raffiniert, hey, der Junge. Arschloch. Da, das ist eine von den Raketen. Aber nicht das Impuls-Ding, das hatten... Warp-Ding, das hatten wir vorhin. Mal schauen, ob ich noch bis Ende die Runde einholen kann. Ich bin jetzt Platz 10, Alter. Und das war das Warp-Ding, ne? Sieben Plätze nach vorne, nur weil ich mich da rumteleportiert habe. Eigentlich recht unfair für die anderen, aber... Wow, oh, in den Bus reinfahren. Das gibt dann total Schaden. Platz 4. Aber ich glaube, das hole ich nicht mehr so schnell ein. Vielleicht noch dritten. Oder... das kann mir doch viel lieber in den Arsch schieben. Wow, 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 wow. Bisschen bedrängelt hier, Herrgott. Das ist ja spannend bis zum Ende. Mal schauen, hole ich noch was raus? Nein, ich glaube nicht. Ah, verdammt, dann haut es mir auch noch von der Strecke. Ah, das ist ja die schlechteste Runde ever. Platz 8 nur, oder? Platz 8, ja. Schlaumeier. Schauser Schlaumeier. Naja. Kann man leicht rausholen. Muss nicht sein, aber kann. Naja, jetzt kommt die letzte Runde. Belgien. Auf drei Strecken. Drei Runden, meine ich. Drei Runden.
Belgien hatten wir ja vorhin schon. Beziehungsweise in der letzten Aufnahme. In dem Einführungskampf war du da mit dabei. Und wieder mal einen Blitzstart hingelegt und gleich schon auf Platz 4. Ich hätte sogar weiter vor, wenn ich die, glaube ich, nicht erwischt hätte. Sumo Junior. Was ist denn das für ein Ding? Oh Gott. Ah, gleich direkt zu Beginn hier erwischt es mich mit dem Ding. Der Ding, Ding, der Ding. Dafür habe ich wieder mal den Warp-Teleport. Und bin auf Platz 2, Alter. 4, 3, 4, 5. Wie schnell sich das ändert. Alter, bei mir, ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme mit drin ist, aber es ruckelt da. Hier beim Nachkommentieren. Ich glaube, das ist nicht in der Aufnahme. Hoffe ich zumindest. Vorne hat jemanden erwischt und den holen wir jetzt gleich ein. Komm, ja, komm, 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 komm. Doch nicht. Oh, doch, jetzt. Zack. Platz 3 sogar. Haben wir 2 überholt. Mal schauen, ob das ein guter Platz wird diesmal. Setzen wir ja schon mal ein paar Luftballone hier. Und da sind auch Leute reingefahren. 2 Stück sogar. Und oh Gott, da kommt eine. Damals hier in den Aufnahmen, in den ersten, habe ich noch gar nicht gewusst, dass man die gelben auch nach hinten schießen kann. Oh, das war ein super Schuss. Oh, das war ein scheiß Ding. Impuls. Jetzt ist der Motor fast im Arsch. Man hört ihn schon so. Tuk, 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 tuk. Dann muss ich unbedingt da rein. Sonst bin ich echt langsam. Also die NPCs hier, die Computergegner, sind teilweise schon arschig fies. Aber nur teilweise, eigentlich in den meisten Runden eigentlich recht gut. Und da habe ich gerade wieder den Warp-Ding gehabt und bin von Platz 12 auf Platz 8. Ist jetzt im Glück bloß die zweite Runde, da kann man noch vielleicht noch was rausholen. Nein, doch, oder weiß ich nicht. Bin ja erst 6. Platz. 5. Und gleich wieder ein kleiner Boost nach vorne. Ach, zum Glück habe ich diesmal die rote abwehren können. Irgendwie sollte ich sagen. Da kommt noch eine. Oh Gott, ich sehe schon unten, sie blinkt. Ah, sie hat einen anderen erwischt. Aber dafür erwischt mich die. Ei, das sind so viele roten Blasen, das ist abnormal. Wie viele da gerade unterwegs sind. Hinter mir hat, glaube ich, einer dann wieder geworbt. Ich habe es gehört. So wie. Eigentlich hätte ich in Boxenstopp reinfahren können, aber... Sayonara oder so. ich glaube, das wird kein hoher Ding mehr. Es kommt nicht mehr aufs Siegertreppchen. Es bleibt wahrscheinlich beim 5. Oder? Ja, vielleicht noch im 4. Ja, komm, ja, nein. Es bleibt beim 5. Und damit wahrscheinlich nicht auf dem Siegertreppchen, oder? Nein, nur 7. Platz. Das war's aber schon wieder für diese Runde. Ich bedanke mich und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten wunderschönen Aufnahme. Tschüssi.